Und dort wollte ich nun durch meine Freunde, die ich in der Nähe von Paris hatte und Kommunisten waren, nun zu den Partisanen da kommen können. Ich kam auch, und das war wieder eine sehr abenteuerliche Sache, in die besetzte Zone, so wie das geplant war bei meiner Abfahrt vom Lager. So ging das nicht. So, dann war ich in der Zone und kam nun auf dem Bahnhof an, wollte dort regelrecht mit einer Fahrkarte nach Paris fahren und das Übrige einleiten. Aber als ich in den Zug war und der Zug nicht abfahren wollte, immer noch stand, auf dem Bahnhof war eine Reihe von deutschen Soldaten mit dem Gewehr im Anschlag, und ich wusste alles nicht, was das eigentlich bedeuten soll. Da kam eine Kontrolle durch den Zug, die die Ausweise kontrollierten. Der Zug selbst war ein Interzonenzug, der kam aus dem unbesetzten Frankreich ins besetzte Zentralfrankreich. So, und bei mir im Abteil, da fertigten die beiden Leute erstmal zwei Mitreisende ab. Das ging sehr schnell. Und bei mir ging es nicht sehr schnell, denn ich hatte keinen Ausweis für die besetzte Zone. So, jetzt habe ich denen ein Märchen erzählt, dass ich ja komme hier nun aus dem unbesetzten Frankreich und ich möchte wieder zurück nach Deutschland. Und habe mich so als reumütigen Rückkehrer bekannt. Die beiden, die taten hoch erfreut. Wieder einer, also wahrscheinlich war ich nicht der Erste, wieder einer, der zurück will, führten mich dort zur Kommandantur, zur Deutschen, und die registrierte mich, und dann musste es wieder weitergehen. Und jetzt war ich praktisch in der Gewalt dieser deutschen, ja, wie soll ich sie nennen, Aufsichtspersonen dort. Und sie ließen mich nicht frei, weder unterwegs noch in Paris, obgleich ich ja so ein reumütiger Rückkehrer war, sondern ich wurde nun weitergereicht von der Gestapo, von Polizeistation zur Polizeistation bis nach Berlin, und dort wurde ich schließlich als angekommen nun in der Gestapo, Polizeigefängnis, Dürksenstraße, dann näher untersucht. Aber ich hielt immer meine Story aufrecht, dass ich eben sowieso zurückkommen wollte nach Deutschland. Man wollte mir vorwerfen, dass ich ja aus Deutschland ausgerückt bin. Und das konnte ich abwehren, weil ich einen Pass hatte, einen österreichischen Pass. Und in diesem österreichischen Pass, da waren mehrere Stempel drinnen, Grenzstempel drinnen, unter anderem Deutschland, Frankreich, Frankreich, Spanien, Spanien, Portugal. Diese Stempel, die standen noch aus meiner Wanderschaft. Und ich behauptete, dass ich eben damals auf Wanderschaft gegangen wäre, weil ich ja keine Arbeit mehr hatte und Arbeit suchte. Und dass ich also mit dem Faschismus überhaupt nichts zu tun hatte. Dass ich seitdem eben im Ausland bin. Wie gesagt, die Stempel, die standen, die letzten von 1930. Und das nahmen sie auch an. Das war natürlich eine sehr riskante Sache,
denn die Gestapo hätte an sich sehr leicht feststellen können, dass ich später wieder in Deutschland war. Aber auf der anderen Seite sagte ich mir immer wieder, man soll die Faschisten auch nicht als überkluge Menschen beurteilen und denken, die wissen alles. Es gab ja viele, viele Deutsche damals, die standen der Gestapo gegenüber wie ein Kaninchen vor der Schlange. So und so war ich nun erstmal im Polizeigefängnis, aber die ließen mich nicht los. Und das war sehr wechselseitig. Meine Mutter bemühte sich dann um mich, mich zu besuchen. Meine Mutter wurde abgefertigt werden. Gehen Sie mal nach Hause, Ihr Sohn kommt morgen nach. Ich kam aber nicht nach. Als meine Mutter dann nach ein paar Wochen wiederkam, haben sie gesagt, ist nicht mehr nötig, Ihr Sohn wird morgen erschossen. Nicht? Und so trieben sie ihren Scherz mit meiner Mutter. Zwischendurch wurde ich einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Und ich, Naivling, der ich noch nicht wusste, dass Esperanto auch in Deutschland, im Nazi-Deutschland verfolgt wurde, aber der Untersuchungsrichter wusste es auch nicht. Und der hat mich nun alles Mögliche gefragt und ich habe ihn angefangen über Esperanto zu erzählen. Damit wusste der Untersuchungsrichter ja nichts anzufangen. Aber der Schreiber, der mischte sich ein und hielt dem Untersuchungsrichter ganz euphorisch einen Vortrag über Esperanto. Aber ich wurde trotzdem angeklagt wegen Landes- und Hochverrat und anderen Dinge und wurde eingewiesen in Untersuchungsgefängnis Lehrter Straße. Unter den Esperantisten, da gab es einen Rechtsanwalt. Und den suchte meine Mutter auf und der setzte sich sehr für mich ein. Ich habe ihn nie zu Gesicht bekommen. Aber der setzte sich für mich ein und brachte zu Wege, meine Anklage niederzuschlagen und meinen ganzen Prozess niederzuschlagen. Und so kam ich nach 4 Wochen wieder raus. Mein Gefängniswärter. Wie hieß dieser Rechtsanwalt? Das weiß ich nicht. Der Gefängniswärter, der mich da in Anführungsstrichen betreute, ein alter ehemaliger Sozialdemokrat, der kam, beglückwünschte mich und jetzt sind sie frei. Ich sagte, nee, frei werde ich wohl nicht. Jetzt werde ich wohl wieder da zurückkommen, wo ich hergekommen bin, zur Gestapo. Denn die hatten vor mir schon vorher gesagt, als ich da überwiesen wurde, glauben Sie nicht, dass Sie hier etwas gewinnen können. Wenn Sie dort freigelassen werden, dann kommen Sie zu uns zurück. Und so war es dann auch. So, nun kam ich da, war ich wieder im Gestapo-Gefängnis, ehemalige Polizeigefängnis, Alexanderplatz. Und der Beamte dort, der Gestapo-Mann, der tat so, als ob ich wirklich freikäme, große Papiere ausgefüllt. Und dann guckte er auf die Uhr und sagte, nun ist zu spät, der Kollege ist nicht mehr da, der das unterschreiben muss. Das machen wir dann morgen fertig. Und so wurde ich wieder in die Zelle geführt und hatte auch keine Hoffnung, wieder rauszukommen. Und so war es dann auch. Sie ließen mich einfach schwören. Bis ein Jahr vorbei war, ohne dass sie irgendwie etwas Handfestes mir vorwerfen konnten.
Ja, sie wussten nicht. Und sie haben bloß mal erklärt, sie sind hier zur Umschulung. Sie waren so lange draußen im Ausland, jetzt müssen sie erstmal umgeschult werden. So, da ich nun zur Umschulung drin war, habe ich das auch wahrgenommen und habe, möchte ich behaupten, doch so manchen umgeschult, von denen, die da drin waren. Aber zu Weihnachten 1941, also nach einem Jahr etwa, war ich auf einmal auf freiem Fuß. Jetzt bin ich heiß.